das Gesetz. Menu. Hey Mann, es gibt kein Uns im Board Team. Naja, was soll's. Komm einfach her, wir müssen die Sache in Gang halten. Ja, so ist das. What the hell? Was war das jetzt gerade? Hm? Was ist da los? Ich habe gerade einen ganz komischen Unfall gebaut. Das ist nicht so gut. Unfälle sind eigentlich gar nicht komisch. Haha. Naja, man regt sich ja drüber auf. Es hat so eine Strecke, die mir nicht gefällt, weil ich dir den Lambo, also Aventador-Vorteil, nicht so ausspielen kann, wie ich es gerne möchte. Ja, wenn du nicht so lange Strecken hast, wo du komplett gerade bleiben kannst. Also, oder komplett gerade Strecken hast. Ja, aber meine Kurven nicht meine Probleme, weil die ziemlich 90 Grad verwinkelt sind. Ja, und genau das ist das Problem. Das Auto braucht halt lange Geraden. Aber ich glaube, wir fahren auf dem Highway drauf, wenn ich richtig sehe. Und ich habe noch 55 Checkpoints vor mir, also sollte es eigentlich machbar sein. 55 Checkpoints? Insgesamt geht das rein 77 Checkpoints lang. What the fuck? Und das wolltest du mitten, da wolltest du mich mitschleppen? Ja. Danke, kannst du alleine fahren. Mach ich doch gerade. Ja, mach doch. Nochmal Amy. Und? Drüber nachgedacht? Ich will ihn einfach nicht verletzen. Spielst du auf beiden Seiten, verletzt es beide und lässt dich schlecht aussehen. Ja, du hast recht. Ich gehe die Sache heute an. Hey, hab von der Party gehört. Ruft er mich wegen der Einladung an? Nein, du musst meine Wäsche aufhängen. Haha, lustig. Ist nur Spaß bei dir. Und jetzt kommt ihr und Robin sofort hierher. Gilt auch für dich, Anfänger. So, dann fahren wir mal das Rennen. Sorry, ich musste gerade ganz kurz was erledigen. Also, was schaut eben schon. Fahrradsprintrennen gegen Magnus. Das ist echt eine ekelhafte Strecke mit dem Auto. Ich hab dich eben schon geschlagen, dann werde ich das jetzt auch tun. Oh, er hat's genauso daneben gesitzt. Dann machen wir es halt so. Nochmal. Geh mal weg. Sorry, liebe Leute, manchmal muss man auch ein bisschen zu rabiateren Mitteln greifen. Dann können wir mit der Sonne noch ein bisschen ziehen. Ich habe es in einer der früheren Folgen mal gesagt gehabt, mit 300 Sachen da nochmal auf der Autobahn zu reagieren, ist gar nicht so einfach. Nee, definitiv nicht. Checkpoint 14. Also Magnus ist noch nicht viel zu sehen. Aber dieses Spiel kann immer mal ein paar Überraschungen noch gut haben. Oder. Ja. Vielleicht sagen wir mal so, das Spiel hat immer noch ein paar Überraschungen für uns parat. Dann irgendwann mal. Kleiner Fehler, auf einmal kann er wieder dran sein. Nennt man so den guten alten Gummiband-Effekt.
Gerade bei den alten Teilen hat man es immer sehr gerne gemerkt, so lief es mit Underground. Du kannst drin 30 Sekunden Vorsprung haben, du machst einen kleinen Fehler in irgendeiner Kurve, der Gegner sofort wieder dran. Und selber kommst du kaum dran. Ja, ich habe auch gerade einen Unfall gebaut, direkt vorm Ziel. Und ich bin dann gespawnt und habe dann gerade nur grad wieder Porsche hinter mir aufgeheult hat. Aber zum Glück ist man da wohl nicht der Langsamste. Ja, das ist gut. Ja, gute Beschleunigung, ne? Eine McLaren ist auch nicht schlecht eigentlich, sagen wir es mal so. Er kommt mir gerade nur in Anführungszeichen ein bisschen langsam vor. Gut, das sage ich bei 300, ne? Das sind einige Fahrer, aber ich habe es easy geschafft. Auch wenn man, wenn ich gegen Magnus, sagen wir mal, so ein bisschen unfair war. Ich habe den ein paar Mal weggehauen. Solche Autos und Diner treffen, ne? Vielleicht ist es sogar schon das Ende. Wer weiß. Das jetzt war, glaube ich, von jeder anderen Story das Ende in einer Cutscene. Moment. Also. Hey Kumpel, hier ist Magnus. Ich dachte, du hättest mal Lust auf was anderes, also habe ich mir was ausgedacht. Probier's aus. Mal sehen, was passiert. Bis dann. Ich glaube, wir müssen das Rennen jetzt nochmal mit dem Magnus Walkers Auto fahren. So, ist meine blöde Vermutung. Die Hälfte für Gedüngen, Sprintrennen. Was fällt dir denn schon wieder? Der will nur Sprintrennen fahren. So. Momentan. Da bin ich jetzt mal eine Cutscene, vielleicht in der letzten, die wir auf meinem Kanal sehen werden. Geschäft oder Vergnügen? Gewinnt der Sprinter gegen Magnus? Ich hab doch gegen Magnus gerade eben schon gewonnen. Will der jetzt nochmal? Will er nochmal noch eine Klatsche bekommen von mir? Oder was? Genau, du siehst mich dann im Ziel, wenn du hinter mir ankommst. Haben wir dann 9 Kilometer vor uns? Na komm, suchen wir uns das Rennen. Erstmal muss ich da vorbeikommen. Das ist auch nicht anders, ist auch nicht leicht. Oh, wir sind bei Level 47. Da gibt's, heißt, es gibt neue Teile fürs Auto. Boah, Alter. Magnus, ich jag dich. Ich habe noch, also ich bin bei Auto 97%. Das heißt, es gibt noch eine Aufgabe für mich. Und dann müsste ich mit den Outlaws auch durch sein. Ich bin jetzt ein Teil von ihnen. Unser Monster getrunken. Das scheint mir so ein Aufnahmeritual für jede Crew zu sein. Deswegen mal gucken. Sorry, Magnus, aber manchmal müsstest du das mich kennen. Wenn du meinst, vorbeizugehen zu wollen. Aber hier ist auch fies zu fahren in diesen bergigen Gegenden. Da habe ich mit McLaren halt Schwierigkeiten. Hau ab von mir. Aber letztendlich kriege ich dich eh wieder. Und Markus, der Typ wird nicht schlecht, der mit seinem Auto. Der kommt immer wieder an den Kurven ran an mich, das ist das Problem. Auf der Geraden hat er keine Chance. In den Kurven bin ich, aber jetzt rutsche ich immer zu weit raus. Kilometer noch. Aber jetzt wird es mal ein Stück geradeaus gehen, oder? Ist er eigentlich chancenlos?
So, ich glaube, wir machen das Abschiedsrennen noch. So mit allen zusammen. Die Ehrenrunde. Oh, oh, Auto. Es war mir klar. Es war mir klar. Das ist mir so klar, Alter. Der versauten Scheiß Venom das komplette Rennen. Das ist nicht wahr. Und deswegen verlierst du gegen Magnus Walker, weil der einer die Karre knallt. Ey, der hätte null Chance gehabt gegen mich. Der hätte 0,0 Chance gehabt gegen mich. Und ich lasse. Und ein Venom fährt mir ins Auto und versaut mir das ganze Rennen. Zweiter, ja, nee, ist klar, Alter, ey. Ich bin so weggezogen die ganze Zeit und die knallen so die Leute in die Autos. Da haben wir unsere Crew, die kompletten Leuten. Alles ist alles zusammen. Das Abschiedsrennen. Fahr nochmal und sieh, was passiert. Vielleicht knallt ja nochmal einer ins Auto. Ja, auch bestimmt, ist auch nicht schlecht. Was mir auffällt, Travis fährt den Volvo. Okay. So, letzter Versuch von diese Folge. Ansonsten machen wir es in der nächsten Folge. Nämlich morgen. Also für mich morgen. Also dann fangen wir an, okay? Gut, für mich war es nach der Folge so oder so. Ich war das letzte Rennen. Ja, dann fährst du jetzt dein Rennen noch. Ich versuch's hier nochmal gegen Magnus. Und wenn ich wieder einer das Rennen versaut. Ja, die Karriere habe ich kommen sehen. Und dann darfst du gleich ein paar abschließende Worte sagen. Was ich finde, es hieß, fahre das Rennen, das Rundkursrennen gegen Amy und die Jungs. Also gegen Robin und die Jungs. Aber Amy ist doch kein Junge. Wer weiß, wer weiß. Oder wer weiß. Ich meine, ich habe ja nicht geschaut, was in ihrer Arbeitshose drin ist. Oh, Amy, Leute, Amy zieht sich ja eigentlich ziemlich männlich an und macht ja auch sonst so männliche Dinge, halt wie das Schrauben an dem Auto und so. Obwohl, das ist ja auch nicht nur typisch männlich. Das sind viele Frauen, die das machen. Ja, ich wollte gerade sagen, das machen ja nicht nur die Sandy. Kann den Typen, den muss ich doch irgendwie mal kriegen, ey. Schlecht, Magnus. Ja, der wehrt sich. Der wehrt sich richtig hart. Ja, genau. Fahr über mich drüber, du Lappenjunge. Spike, du Arschloch. Kommt der Spike angeflogen mit seinem scheiß BMW und fährt einfach mal kurz über mich drüber, ja? Und ich krieg Crash-Szenen. Alter, ich hasse das, ja? Du, Mann, du bist so dran wieder an dem, du bist vorbei an dem und dann kommt dir so ein Typ ist entgegen, Alter. Ich bin nicht einmal wirklich Erster gewesen, aber ich krieg den Typen nicht. Jawohl. Spike ist genau das passiert, was mir eben passiert. Dem Mac, das ist genau das passiert, was mir eben passiert ist. Dem ist einer in der Kurve entgegengekommen und zack, hat's geklatscht.
Karmavich. Oder auch nicht. Das Rennen muss aus dem Duell gefahren werden. Weil da kommt er nämlich schon wieder angeflogen. Und ich sollte die Fresse da halten. Am besten manchmal. Oh klar. Naja, ist vorbei. Jetzt ist er weg. Verdient gewonnen, Kollege. Verdient gewonnen. Noch einmal. Wir machen es ja so gerne. Danke Spike eben für deinen scheiß Quatsch, Alter. Hast du mir das Rennen komplett kaputt gemacht? Ich bin noch 10 Kilometer vor mir. Also dann, fangen wir an, okay? Von hier aus zur anderen Seite. Du wirst den Weg schon finden. Ich sehe dich dann im Ziel. Gib Gummi. Alter, Magnus, hast du ein Tempo drauf, Alter. Ich komm hinterher. Wenn er nicht wieder gleich Spike entgegenkommt. Und wo ist der Wagen? Ist wieder abgehoben? Komm, ey, das kann nicht sein. Ich krieg den Typen nicht, ey. Checkpoints, 3 Kilometer und Unfall. Ach, wenn man auf die Karte schaut, einfach gegen die LKW reinfahren. Jawohl. Oh, da kommt die Pschu. Machen wir spannend hier am Ende, ne? Jetzt habe ich mal eingeholt. Ich hoffe, ich werde ihn gleich wieder kriegen. Genau. Du fährst rückwärts in die Ecke und bleibst mit meinem Spoiler irgendwo hängen, oder was? Letzte Kurve. Natürlich vom Auto nicht mehr driften, aber egal. Das war's. Ey, das kann nicht sein. Ich komme an diesem scheiß Typ nicht vorbei, ey. Der blockt mich die ganze Zeit so weg, dass ich nicht vorbeikomme. Und wenn ich einmal vorbeikomme, dann kommt irgendwo ein Auto entgegen oder sowas. Ja, leider nicht so 50 geschafft bis zum Ende.
Nein, aber... du bleibst doch in irgendeiner scheiß Wand hängen. Da bist du wieder dran und bleibst dann irgendwo in der Wand hängen, dass das Auto quasi fast auf Null runterbremst. Also ich schaff, komm, ich schaff das Rennen nicht, ey. Alter, ich hab dreimal. Ich hab dreimal dieses Rennen verkackt, ey. Mann. Ich muss in die Garage, ey. Das kann nicht sein. Doch nicht Abschlussrennen. Ja. Okay. Das Rennen gerade eben war nicht das Abschlussrennen. Das war nämlich nur das Rennen für unsere Crew. Aber es gibt noch ein Rennen und das geht gegen absolut jeden. Also gegen alle Ikonen und gegen die Crew. Also einmal ein richtig großes Sprintrennen. Ich wollte gerade in die Garage, jetzt geben sie eine dicke Party, weil ich verloren habe, oder was? Feiern sie jetzt das Ding. Das kann nicht wahr sein, ey. Nur ein Teil oder was ist doch hier? Oh, rein geschaut, egal. Ich hatte eigentlich, dass ich Ende mache, aber okay. Egal. Wenn es überlänge wird, es ist das letzte Rennen, es ist das Finale. Hm. Das. Was? Ja, ich habe gerade aus Versehen mein Headset-Kabel ausgesteckt. Ah, okay. Ja. 104 Checkpoints! 33 Kilometer. Ach du Kacke. Das hat man eigentlich eine eigene Folge reinpacken können. Das Rennen ist dann 20 Minuten gewesen. Oh, nein. Aua. Ich sehe dich fahren. Du bist nicht mal zu weit von mir weg, von der Garage da weg. Ja, wir fahren auch gerade hier locker zu. Wir fahren gerade zu 12. Also. So, mal gucken, ob die 5 PS der McLaren reichen, um. Da ist kein Block vor mir. Und Travis direkt dahinter. Und das sind die anderen Outlaws. Und Magnus Walker. Wow, und der fliegt erstmal weg. Kommt der Cook eingeheizt. Oh, die Sun ist neben mir. Was mich mal interessieren würde, also Ken Block kennt man ja, der ist ja bekannt, aber jetzt die anderen so, Mohoroshi Sun als Outlaw, Magnus Walker, ob das wirklich... Es sind ja alles echte Schauspieler. Vielleicht schon, vielleicht ja, sind die bekannt. Auch als... diese Form, also Sprintrennen und so, weil Ken Block Style ist ja klar, das kennt man. Aber auch die anderen? Vielleicht. Also ich kenne sie nicht jetzt, außer diesem Spiel hier. Auf jeden Fall, irgendjemand hat da vorne ganz schön böse ab. Ich könnte wetten, es ist Spike. Oder Robin. So Amy. Amy ist so schnell. Nein, ist es Nakai-san.
Sorry, aber ich spiele das Ding jetzt anders aus. Ich versuche den jetzt wegzudrücken die ganze Zeit. Wenn ich fertig gewinnen kann, war es unfair. Sorry, Nakai, das wollte ich nicht. Wieder angeflogen kommt, ja? Stand jetzt für euch. Ich weiß nicht, wie viele Checkpoints das noch sind, aber zwei oder drei sind so. Oh, da kommt was entgegen. Das hasse ich. Das. Weit weg, weit weg, weit weg. Hau ab, hau ab! Da soll mich das Rennen schon wieder, ja? Yes! Geschafft! Endlich! Meine Fresse! Was 5 PS mehr ausmachen können am Ende. Gut. Das ist mal... Magnus, rüst du dich mehr an oder was? Doch. Hey Mann, langsam kommst du richtig in Fahrt. Sollen wir noch einen Lauf starten? Vielleicht mit etwas höherem Einsatz? Wir sprechen später. Er will noch einen Lauf. Hat immer noch nicht genug. Ich dachte, ach, ich wollte meinen eigenen Top-Speed-Rekord überbieten und dann sehe ich das Auto zu spät. Mit 379 km/h und ich sehe das Auto zu spät. Auch Mann. Da unten fährst du. Bist du Erster noch, oder was? Naja, ich habe glaube ich eine Minute Vorsprung. Eine Minute? Keine Ahnung. Irgendwas so um die 20 Sekunden oder sowas wahrscheinlich. Ich sehe die anderen noch nicht auf der Karte, also ich müsste sie ja auch eigentlich sehen. Ja, ich muss immer auf der Autobahn hinter mir hocken. Ach, da hinten kommen sie. Da kann es sein. Ja, du hast ein... Ja, ein gutes Stück ist es, aber... Oh, Nakasan fährt zweimal. Die fährt von mir auch noch irgendwo durch die Gegend. So, was wollt ihr denn noch für Missionen haben? Hält ihr noch mal links drin? Hier oben ist auch noch ein Rennen irgendwo. Rote Linien. Was habe ich denn? 78.000 mittlerweile schon wieder. Ja, okay. Ich spitze die Kurve nicht mal, also die Wand nicht mal richtig an und schlag mir. Und mein Auto wieder untersteuert hat, obwohl ich nichts gemacht habe. Ich habe gebremst und mein Auto untersteuert wieder. Ach man. So, Leistungstuning mal reinbauen. Ich überschlag mich an jeder Kurve. Was ist denn jetzt gerade los? Also ist der dritte Überschlag innerhalb von einer Minute wahrscheinlich. Das ist ja Wahnsinn. Was war ich hier gerade für einen Müll zusammen?
Das ist eine gute Frage, ja. Ja gut, mein Auto macht aber auch gerade wieder hier einen auf sich selbstständig, indem man es wieder einfach geradeaus fährt, wenn ich einlenke und bremse. Und so wie es mir aussieht, sind wir mit der Folge wahrscheinlich bei den 50 Minuten, wenn ich hier fertig bin, also ich von mir zumindest. Habe ich das zumindest im Gefühl. Und wenn das der Fall sein sollte, dann werde ich die Folge in zwei schneiden. Nee, also Und bei mir bringt es jetzt gar nichts mehr, was weiter zum aufzuhören, noch ein Rennen anzufangen, weil ich werde jetzt das Rennen beenden, hier die Folge beenden und wir sehen uns bei mir zumindest in der nächsten Folge wieder und beim Sascha wird es wahrscheinlich noch ein bisschen was dauern, ne? Ich verabschiede mich dann. Ciao, ciao.